Hallo liebe Gewinnspielerinnen, hallo lieber Gewinnspieler, hier ist wieder euer Käfke von Käfke Wins. Ich hoffe, ihr habt ein paar besinnliche Tage erleben können und wir können den Rest des Jahres möglichst schnell abhaken, damit wir Anfang nächsten Jahres wieder in eine teilweise Normalität zurückkehren können. Und es war ja auch echt ein heftiges Jahr. Ach ja, willkommen im Gewinnspielblock Januar Nummer 1. Anbei findet ihr eine kurze Auswahl an Gewinnspielen, die schon für den Januar online und aktiv sind. Kleiner Hinweis, ich bin weder Veranstalter dieser Gewinnspiele, noch habe ich eine Kollaboration mit diesen. Ich stelle die Gewinnspiele lediglich vor und spiele auch selber mit. Dieses gilt explizit auch auf alle Links, die unten in der Videobeschreibung sind. Mehr dazu jetzt. Um an den Gewinnspielen teilzunehmen, müsst ihr den besagten Links in der Videobeschreibung folgen und euch eintragen. Ihr habt selber ein Gewinnspiel gefunden oder ihr seid sogar Veranstalter eines Gewinnspiels und ihr wollt es hier angeteasert sehen, kein Problem, schreibt es in die Kommentare und ich schaue mir das gerne einmal an. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen, ne? Also Disclaimer-Bereich abgehakt. Weiter geht's. Ibis Backwaren verlost 5-mal einen Weber Grill sowie 50 Ibis Grill-Pakete. Der Einsendeschluss ist hier der 31.01.21. Weiter geht's mit dem GQ Magazin und die möchte einen iBot Roomba i7 Plus zur Verlosung bereitstellen. Der Gegenwert hier 699 Euro. Bis zum 16.01.21 läuft das Giveaway noch und ihr könnt euch ganz einfach auf der Seite von GQ.de eintragen. Folgt dazu, wie gesagt, einfach den Links in der Videobeschreibung. Das Folgegewinnspiel hatten wir zwar schon, aber der Vollständigkeit halber, Entschuldigung, kommt es noch einmal vor. Und zwar geht es um Turn On, das Magazin von Saturn. Und dieses verlost eine Xbox Series X für interessierte Gamer. Der Gegenwert hier 580 Euro. Der Einsendeschluss ist der 31.01.2021. MeinVRM.de verlost eine Smack-Küchenmaschine im 50er-Jahre-Retro-Style. Das gute Stück kostet 449 Euro, wenn man es sich selber kaufen wollte. Und bis zum 4.01. müsst ihr dabei sein. Das heißt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und das benötigte Stichwort ist bei der Eingabe ist die Küchenmaschine. Noch einmal das GQ-Magazin und diesmal ist der Einsendeschluss noch kürzer. Wir haben bis zum 2.1. Zeit und sicherheitshalber noch einmal, Links findet ihr in der Videobeschreibung. Es gibt einen Handy-Organizer mit einer kontaktlosen Ladeschale zu gewinnen. Den Gegenwert dazu habe ich leider nicht gefunden. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich danach suchen sollte, aber auf jeden Fall ist das Ding ganz schön schick. Lind schickt ein Team von 4 Personen in einen Schwimmkurzurlaub. Wird es deine Familie oder werden es deine Freunde? Wir werden es wahrscheinlich nicht sehen, aber wenn du es gewonnen hast, gerne unten in die Videobeschreibung reinschreiben. Würde mich echt freuen, wenn es bei uns in unserer kleinen Gewinnspielfamilie bleibt. Ihr habt einen Tag Zeit, das Schwimmparadies von Wasserwelt Rulantica kennenzulernen. Der geschätzte Gegenwert hier 500 Euro und in dem Gewinn ist auch eine Übernachtung mit drin, ich glaube mit Frühstück. Aber genau weiß ich das nicht, schaut es euch nochmal auf der Webseite an. Ich bin gerade einfach zu faul, es tut mir leid. Bis zum 31.01. haben wir Zeit, um dabei zu sein. Das Greenstyle Magazin schickt uns für eine Woche in das Biohotel der Daberer im Geiltal in Kärnten, Österreich, damit wir ein bisschen Energie tanken können. Das Gewinnspiel-Kennwort hier ist der Daberer. Schaut euch das auch unbedingt auf der Webseite noch einmal an. Da findet ihr nämlich mehrere Informationen, was ihr da noch zusätzlich alles machen könnt. Bis zum 15.01. können wir dabei sein. Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie der Weihnachtsmarkt in Berlin so ist. Ihr habt heute die Gelegenheit, das mit eurer Familie, also 2 Erwachsene und 2 Kinder, inklusive Übernachtung und einer Anreise mit der Deutschen Bahn, zumindest habe ich das so verstanden, die Angabe ist ohne Gewähr, dieses für das Jahr 2021 zu gewinnen, wenn denn wieder alles so halbwegs normal ist. Deswegen, ihr Vollspacken, nicht auf irgendwelche Demonstrationen geben, denn es geht hier um euer Leben und um das Leben von Millionen von anderen. Seid nicht doof, seid nicht dumm.
Schützt euch, schützt andere. Der Lostopf schließt im Übrigen am 31.01.21. Kaufland verlost zusammen mit Malibu eine Vespa Primavera im Gegenwert von 3000 Euro. Der Motorroller hat 50 Kubikzentimeter Hubraum, kann also mit einem Führerschein der Klasse B gefahren werden. Angabe ohne Gewähr, aber das sagen die selber auf ihrer Webseite, von daher könnte es durchaus stimmen. Ferner können wir 1 von 10 Cocktail-Überraschungspaketen, gesponsert vom Fever Tree, gewinnen. Die Pakete im Wert von je circa 200 Euro enthalten alles, was ihr für richtig gute oder was wir für richtig gute Drinks benötigen. Die Lotbox wartet hier auch etwas kürzer, und zwar bis zum 6.01. Also dabei sein. Hudeck sorgt für ein edles Bräterchen von Le Creuset. Der Gegenwert hier etwa 200 Euro und die Lösung, die ihr braucht, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, ist die Knabbernuss. Noch einmal das GQ Magazin mit einer Teufel Soundbar Cinebar Deluxe. Der Gegenwert hier liegt bei knapp 800 Euro. Und den Abschluss macht heute Vogue mit dem Designersofa Lennon aus der West Wing Collection. 2499 kostet der Spaß, wenn ihr es denn selber kaufen wolltet. Naja, ganz vorbei ist es dann doch noch nicht, denn es gibt ein weiteres Gewinnspiel, welches gerade reingekommen ist. Hierbei handelt es sich um ein internationales Gewinnspiel, das auf der Seite Gleam.io geschaltet ist. Schaut da auch nochmal nach. Ich glaube, es gibt immer noch eine PlayStation 5 im Gewinnspielblock zu gewinnen. Guckt euch das nochmal an. Wenn nicht, tut mir das jetzt leid. Das ist gefährliches Halbwissen, aber ich habe jetzt gerade auch die ganzen Einsendeschlüsse, die ich jetzt hier schon alle vor mich hergebetet habe, nicht mehr so ganz genau im Kopf. Wichtig, da es sich um ein internationales Gewinnspiel handelt, kann es sein, dass eventuell Versand- und Zollkosten auf uns zukommen. Zu gewinnen gibt es insgesamt 8 Preise aus dem Bereich Bildschirm und Co. Nur so viel, der erste Preis setzt sich aus einem Set bestehend aus 2 Monitoren, wovon einer ein portabler ist, also mit Batterie, und einem Beamer zusammen. Da ihr euch ja sowieso die Videobeschreibung anschauen müsst, findet ihr dort alle entsprechenden Bezeichnungen der Preise noch einmal aufgelistet. So, und das war's dann auch schon mit dem ersten Gewinnspielblock für den Januar. Ich hoffe, euch hat die kleine Auswahl gefallen und wir können den einen oder anderen Gewinn in unserer kleinen Gewinnspielfamilie einheimsen bzw. behalten. Euch weiterhin ein schönes Restjahr und spätestens bis morgen, wenn es dann wieder heißt Last Minute. Und hier stelle ich jede Woche einmal Gewinnspiele mit einem kürzeren Einsendeschluss mit bei. Es kann sein, dass dort auch Gewinnspiele enthalten sind, die wir hier im Gewinnspielblock schon einmal gehabt haben. Ist ja logisch, weil Januar steht direkt vor der Tür und von daher muss es dann auch da wieder welche geben, die hier schon mal drin sind. Ich entschuldige mich schon mal dafür, aber ich versuche natürlich auch neue Gewinnspiele zu finden, die für euch interessant ist und wo das Mitspielen wieder Spaß macht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag und wir sehen uns auf jeden Fall am Morgen, wenn es wieder heißt Last Minute. Macht's gut. Tschüss und bleibt vor allen Dingen bleibt gesund. Ciao.